Hallo aus Teneriffa. Ja, heute mal ein Tipp für junge Trainer, angehende Trainer, die natürlich ihr Wissen vor allem aus der Literatur beziehen, vielleicht auch die Möglichkeit hatten, einem erfahrenen Trainer über die Schulter zu blicken. Hier ein Tipp mal, wie man noch vertrauter wird mit den Trainingsmethoden. Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung als sehr positiv erzählen, insofern als das folgender Versuch mal ganz aufschlussreich ist. Gilt natürlich auch für Sportler, die ihr eigenes Training absolvieren. Macht doch einmal Folgendes. Und zwar eine Einheit durchführen und dieselbe Einheit am Folgetag. Warum und wieso sollte man das machen? Ganz einfach. Entweder, nehmen wir mal das Beispiel ein Schnelligkeitstraining. Entweder funktioniert dasselbe Training am nächsten Tag noch besser, weil einfach die Vorbelastung wichtig war, um sich organisch darauf einzustellen. Dann weiß man, da geht doch deutlich mehr. Dann erzielt man am zweiten Tag sogar auch noch eine Wirkung. Oder aber man merkt schon relativ früh, dass dieselbe Belastung am Folgetag längst nicht mehr so gut funktioniert. Dann heißt es natürlich Abbruch. Und das gibt einem ganz gute Hinweise darauf, wie dieses Training, das man am Vortage absolviert hat, wirkt. Kann man relativ risikofrei machen, vielleicht nicht unbedingt in der aktuellen oder in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, sondern eher in der Aufbauperiode, Vorbereitungsperiode, dann kann man das ruhig mal machen oder einfach nur das Segment Schnelligkeitstraining, um zu sehen, wie ermüdet sind diese Strukturen, die ich angesteuert habe, und auf einmal wird man noch sicherer in dem, was man tut, kann es noch besser steuern, kriegt vor allem ein gutes Gefühl für das, was man da so tut. Aus meiner Sicht mindestens einen Versuch wert. Viel Spaß dabei!